Oberbürgermeister Peter Feldmann bei seiner Neujahrsansprache in Frankfurts Gutstupp, dem Kaisersaal im Römer. Unter den Zuhörern nicht nur die versammelte Politprominenz der Main-Metropole, sondern etwa auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, weitere Minister und Landespolitiker und nicht zuletzt viele, viele weitere bekannte Gesichter aus der Rhein-Main-Region. OB Feldmann wünschte dabei zunächst mal allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2013. Hier das Ganze nochmal in der ganz kurzen Zusammenfassung. Ich wünsche mir, dass alle das Gefühl haben, sie gehören dazu, dass das Gefühl da ist, auch gefühlt, dass diese Stadt eins ist und dass wir im Bereich Wohnen, Wohnungsbau einen richtigen Schritt nach vorne machen. Wohnungsbau, das ist bekanntermaßen das Lieblingsthema des neuen Oberbürgermeisters. Und so drehte sich auch seine Neujahrsansprache hauptsächlich um das Thema Wohnungsnot. Sein Appell des Abends: bauen, bauen und nochmals bauen. Da staunte selbst seine Amtsvorgängerin Petra Roth. Und sie war wahrscheinlich auch nicht die Einzige im Saal, die sich über Feldmanns kleine Seitenhiebe auf seinen Parteikollegen und Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück freute. Und vielleicht gerade im Hinblick auf all die Nicklichkeiten, die es bei einem schwarz-grünen Magistrat und einem sozialdemokratischen Oberbürgermeister fast zwangsläufig geben muss, wünscht sich etwa Stadtkämmerer Uwe Becker vor allem eines: ein bisschen mehr Harmonie. Also den Frankfurterinnen und Frankfurtern wünsche ich zunächst mal natürlich, dass sie das Jahr in Gesundheit, Glück und Zufriedenheit erleben und für die Stadt, dass wir auch politisch über Parteigrenzen hinweg das Wohl der Stadt im Vordergrund sehen. Verantwortung für alle Frankfurterinnen und Frankfurter tragen wir ja. Das heißt, in diesem Jahr wollen wir Frankfurt noch ein Stück weit lebens- und lebenswerter machen. Das wäre mein Wunsch für 2013. Und so feierten die Besucher die Stadt Frankfurt und ein bisschen auch sich selbst. Das galt selbstverständlich auch für die Gäste von außerhalb, wie etwa für Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider, der im Hinblick auf die desolate Haushaltslage seiner eigenen Stadt ja eigentlich auch ein bisschen neidisch auf Frankfurt sein könnte. Ich darf Sie beruhigen, ich bin nicht das erste Mal hier, sondern bin regelmäßig zu Gast bei allen möglichen Veranstaltungen der Stadt Frankfurt. Unser wichtigster Nachbar, nur gemeinsam wird es in der Zukunft funktionieren. Letztlich war also alles wie immer beim Neujahrsempfang im Römer. Es war brechend voll. So voll, dass die Reden aus dem Kaisersaal nach draußen übertragen werden mussten, damit sie auch jeder mitbekommen konnte. Und auch die Luft war bei so vielen Menschen auf engstem Raum nicht gerade besonders gut. Macht aber nichts, denn dafür waren die vielen Gespräche ja umso interessanter.